Yeah. Ellie Kuh. Noch 2007, Mann. Für alle meine Panik- und Paranoia-Heads, yo. Ich bin einer von euch. Let's get it! Du sitzt nur da und starrst ins Leere und befürchtest, du musst an dem Wahnsinn sterben. Alles wirkt bedrohlich, aber nichts bedroht dich. Deine Augen suchen nichts und du planst dich, was los ist, dein Herz rast. Und du fühlst dich so komisch, fühlst dich alleine unter deinen Homies. Und durch den Tag kommen ist schon schwer genug. Jetzt sagt der Arzt noch, du bist kerngesund. Trotz deiner sogenannten Gesundheit bist du ein Mensch, der nachts ohne Grund schreit, rumschreit, damit irgendeiner spricht, sich rumtreibt, damit er nicht alleine ist. Du hoffst auf Hilfe, willst, dass es vorbeigeht und denkst, dass du mit dem Scheiß ganz allein stehst. Du hast Angst, dass der Kran dich zerstört, dass du in die Klapse musst, weil du wahnsinnig wirst. Aber oder diese Hilflosigkeit, aber du kannst so viel machen, auch wenn du hilflos erscheinst. Du glaub mir, dass sich alle gegen dich sind. Diese verdammte Angst darf nicht dein Leben bestimmen. Du darfst nicht dein Leben verschwenden und sei vorsichtig mit den Medikamenten. Du musst deine Grenzen erkennen, aufstehen, rausgehen und deine Ängste bekämpfen. Du hast Angst, dass dein Leben bedroht ist. Das ist nur Adrenalin, das ist dich lebensbedrohend. Löse dich davon, dich als krank zu sehen, denn krank so dein Angstsystem. Du bist der Mensch, der es funktionieren lässt. Wenn du dich dem nicht stellst, rennst du nur von dir weg. Denn Ziele, mir ist Freude geblieben, habe heftige Paares, dass ich vergiftet werde, doch mich selbst dafür aufgeben, no, das ist nicht fair. Ich bekämpfe meine Angst mit innerer Kraft, Selbstzweifel, Aufgaben haben es so schlimmer gemacht. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich im Zimmer verschanze, bekämpfe ich meine innere Angst mit meinem Sicherheitsdrang. Habe aufgehört, bestimmte Sachen zu essen, habe über all das Lachen vergessen. An manchen Tagen fühle ich mich genagelt wie Jesus, an manchen Tagen tapp ich im Schwarzen wie Emus. An manchen Tagen ist alles ein Rückschlag und diese Angst kriegt langsam mein Zeh hoch. Und diese Angst bricht mir fast mein Rückgrat, doch ich denk mir immer wieder, Mina, give up.